Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Subnautica Below Zero. Ja, weiter geht's. Letztes Mal haben wir zum Schluss die Botschaft bekommen, dass sie so einen Alien-Stützpunkt gefunden haben. Irgendwo in einer Tiefe von 200 Metern. Und da unsere Luft ja jetzt noch nicht die beste ist, sollten wir uns vielleicht vorher noch den großen Sauerstofftank machen, damit wir da auch gut runterkommen auf diese Höhe. Ob das funktioniert oder nicht, weiß ich nicht. Aber wir können es ja mal versuchen. So, was fehlt uns jetzt eigentlich noch? Oh, okay, ja gut. Das habe ich gerade alles rübergelegt. Das ist hier im Storage drin. Wir brauchen ein bisschen Titan, Silber. Dann brauchen wir, glaube ich, 4 sogar. Gut, dann schauen wir nochmal. Jawohl, jetzt geht sich das auf jeden Fall aus. So, wenn wir jetzt auf unsere Luft schauen, haben wir 135. Das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht machen wir uns noch einen zweiten Sauerstofftank. Gehen einfach mal schnell ein bisschen nach Titan suchen. Und machen uns noch schnell einen kleinen nochmal dazu. Dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, würde ich sagen. Also, ob die Luft dann ausreicht oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich hoffe es einfach mal. So, eigentlich müsste das ja jetzt auf der Karte markiert sein, wo das ist. Ist das das? Nein, das ist das andere. Sehen wir das nirgends? Okay. Da muss ich gleich mal schauen. So. Bitte? Nein. Kupfer. Ich brauche einfach nur ein bisschen Titan. Ein bisschen Titan, bitte. Jawohl, einmal. Das reicht. Reicht das schon? Weiß ich nicht. Schauen wir, dass wir noch ein bisschen was kriegen. Dann sollte es hoffentlich reichen. Jawohl, noch ein Titan. Und ich glaube, das war es auch schon. Wir brauchen nicht mehr als 2. Gut, dann schauen wir nochmal schnell zurück. So. Dann. Los geht's. Genau. Ich muss jetzt zuweilen. Also ich muss nochmal sowas hier craften. Dafür brauchen wir 2 sowas. Ich brauche dieses. Upsi. Dieses Fibermaterial. Und das machen wir aus 2 denen, genau. Zack. Und dann können wir uns noch einen kleinen Sauerstofftank da basteln. So, das wollte ich sagen. Gut. Jetzt haben wir. Ich dachte, wir haben 2 Slots. Haben wir keine 2 Slots? Oh. Okay. Aber wir können ihn mitnehmen auf jeden Fall und dann halt austauschen, wenn uns unten die Luft ausgeht. Das ist ein guter Plan. Gut, dann schauen wir nochmal schnell nach. Eigentlich sollten wir jetzt... Ja, Dings kriegen, oder? So, da haben wir es. Oh, Twisted Bridge Area Dance with Makroflora reaching 100 Meter. Okay. Okay, ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie ich das finden soll, aber. Die haben doch gesagt, sie haben Koordinaten, oder? Aha, okay, das ist anscheinend dieses Biom, was wir eh schon mal gesehen haben. Dort, wo dann diese große Kreatur ist und uns immer angegriffen hat. Vielleicht müssen wir dort einfach mal hinschauen und versuchen, in die Tiefe zu gehen. So, wo war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe auch herausgefunden, dass man... Ja, das Licht bei dem Zeug einschalten kann. Aber im Seegleiter. Ich schätze mal, dass das hier das Twisty Bridge ist. Das ist unten auf einer Höhe von 200 Metern. In einer Tiefe von 200 Metern, genau. Ja, genau, und jetzt... Genau. Das wusste ich ja. Aber diese Viecher da, die machen mir irgendwie Angst.
wette, die greifen mich an. So, schnell die Tischkorallen alle einsammeln, werden wir sicher auch noch brauchen. Was bist du? Okay, du bist auch nur Limestone. Okay. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst vor denen. Das könnte nämlich ganz schön schief gehen. Naja. Probieren wir es einfach, wenn ich angegriffen werde, habe ich Pech gehabt. Hoffen wir einfach nur, dass wir den Seegleiter nicht verlieren. Da, Sauerstoff bitte. Ups. Da haben wir auch schon den ersten Angriff. Toll, danke. So, Tiefe von 200 Meter. Das müsste ja hier jetzt dann irgendwo sein. Wenn ich mich nicht irre. Mein Sauerstoff ist eh schon ziemlich knapp. Aber Gott sei Dank gibt es ja immer wieder solche Blumen. Mit denen schafft man das dann doch ganz gut durch. Was bist du? Ah, du bist wieder so ein Silbererz, oder? Ja. So, das nehme ich mal schnell mit. Oh nein, jetzt brauche ich auch noch Flüssigkeit, ernsthaft? Oh, shit. Ich habe aber jetzt nichts mit zum Trinken. Oh Mann. Warum habe ich daran nicht gedacht, dass ich was zum Trinken brauche? Ja, was mache ich jetzt? Oder habe ich was zum Trinken mit? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt da trotzdem nochmal ganz kurz weiter. Ah, Gold, sehr cool. Haben wir ein bisschen Gold. Vielleicht, also habe ich jetzt Gold rausbekommen? Ich weiß es gar nicht. So, gib mir mal deinen Sauerstoff bitte. So, wir sind jetzt eigentlich schon auf einer Höhe von 200 Metern. Jetzt haben wir Gold bekommen, auf jeden Fall. Auf einer Tiefe von 200 Metern unten. Also eigentlich sollte ja hier dann bald mal irgendwo was zu finden sein. Hat sie geheißen zumindest. Auf einer Tiefe von 200 Metern ist ja diese Dings im Twisty Bridge Biom. Hm. Oh, bin ich durch die Wand geglitscht? Alles klar. Ach, guck mal, was bist du denn? Da haben wir wahrscheinlich noch so ein Datenpad, oder? Nein, das ist einfach nur eine Versorgungs-Dings. Gut, kann man nichts machen. Oh, das schaut nicht schlecht aus. Das ist zumindest Alien-Tech. Ah, guck mal. Some alien structures dotted about. I'll see where they lead. Hm. Ah ja, guck mal, da haben wir wieder so ein Alien-Zeugs. So ein Alien-Structure-mäßiges Ding. Aber das sind ja eh überall solche Pflanzen, Gott sei Dank. Weil sonst hätte ich das sicher nicht überlebt. Also mit den 100 Sauerstoff wäre das ganz schlecht gewesen. Okay, jetzt kriegen wir sicher gleich wieder Schaden, weil uns so ein blödes Viech angreift. Ach, guck mal, da sind wir auch schon. Oh, das ist natürlich angenehm. Jetzt können wir zu Fuß weitergehen. Allerdings habe ich halt jetzt nichts zum Trinken dabei, oder? Das ist natürlich jetzt ein bisschen suboptimal. Und da ist halt auch nichts zum Trinken, wovon ich mich halt ernähren könnte. Robin Goodall. Oh Gott. I come in peace. Absence of hostility. Sufficient. Are you alive? Or a computer? What is the difference? I want to meet the people who built this place. What do you want? For you to stay here. With you? Forever. Why? Your masters will seek to harness my power. You've met Altera then? It is what we would do. People will come for me. They will also stay here. That is all. I waited my life for this. I'm not your enemy. Hello? Seek fluid intake. Okay, also der hat jetzt mit uns gesprochen und ob es jetzt ein Computer ist oder ein Lebewesen, wissen wir nicht. Das wollte er uns nicht verraten, weil er meint, ist ja eigentlich dasselbe. Und er will uns jetzt hier behalten. Und alle, die nach uns suchen, werden auch hier bleiben. Für immer, angeblich. Aha, hier haben wir so einen riesen... Turnback. What is this room for? Do not touch anything. You would not understand. Okay. Also wir sollen nichts angreifen. Ich will aber diesen...
Okay, und wir sind tot. Ja, gut. Das war der Durst. Habe ich irgendwas verloren? Nein, ich habe sogar noch alles. Gut, kann man nichts machen. So, aber jetzt habe ich ja wieder vollen Durst, Gott sei Dank. Dann gut, ich würde sagen, dann war es das auch schon für diese Folge. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang oder wie kurz die Folge war, weil ich leider den Timer nicht gestartet habe. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren, weil sonst bekommt ihr keine Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video hochlade. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis dann und ciao.